ein bisschen weiter an der Box vorbei. Das ist breit. Nochmal vom. Ich habe im Programm angekündigt, die Geschichte von Slow Food und Chitter Slow durch die Untergrumbacher Brille. Durch die Untergrumbacher Brille deshalb, weil wir natürlich immer nur das mitgekriegt haben, was wir mitgekriegt haben. Und ich habe darüber auch einen Eintrag im Blog, das heißt Chitter Slow und eben wie das hier alles entstanden ist, und zwar in Halsbruck bzw. in Untergrumbach. Ich habe auch alle, die daran beteiligt waren, eine Mail geschickt und habe gesagt, bitte schaut doch mal diesen Artikel an, stimmt denn das alles so, wie es da drin steht? Er ist nachlesbar im Blog, Sie haben den Link auch auf Ihrem Programm. Das ist jetzt im Prinzip nur die Bebilderung von dem Ganzen, denn im Prinzip hat ja sich Slow Food und Chitter Slow auch schon vorgestellt, nur da geht es jetzt eigentlich so ein bisschen um die Geschichte. Im Ganzen brauchen Sie ja schon nicht mehr diese Geschichte, denn das hat der Peter schon erzählt. Deswegen haben wir drei Gliederungen. Das ist einmal, wie war es mit Slow Food, was hat sich wie bei den Möbelmachern getan und wie ist die Chitter Slow entstanden. Wir haben ja gerade schon darüber diskutiert, dass es eine Legende wäre, dass mit der spanischen Treppe. Trotzdem war es 1986, als die Idee zu Slow Food entstanden ist. Zu dieser Zeit hat sich mein Kompagnon Gunter Münzenberg damit beschäftigt. Bei mir war es etwas nasser. Und gemeinsam getroffen haben wir uns ungefähr zu dieser Zeit beim Drachenfliegen. Also dass die Geschichte so entstanden eigentlich, genau genommen die Möbelmacher. Gegründet haben wir es ja 1988, das heißt, wir mussten dann mit dem Arbeiten anfangen, dann sahen wir schon so aus oder so. Ich hatte mehr die farbigen Dinge an der Backe. So, 1989 wurde dann Slow Food tatsächlich als Verein gegründet. Und 1997, Manuel Asilius wurde schon erwähnt, hat das Convivium Nürnberg gegründet. Ich war bei der Gründungsveranstaltung auch dabei. Aber jetzt kommt noch eine Anekdote zurück, nämlich 1982 hat genau diese Manuela Silius, die da in der Mitte steht, neben dem Typ mit dem Stirnband, wir haben die fremde Stadt gespielt. Und dass natürlich dann daraus später die Chitter Slow entsteht, ist natürlich auch eine Anekdote am Rande. Ansonsten war Manuela durchaus fähig, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Und wir haben 1997 genau da, wo sie sitzen, dann hier in Untergrumbach angefangen. Das heißt, also ich glaube, der Gunter sitzt ungefähr bei der Baggerschaufel. So sah es hier vorher aus. Der Tag der Regionen entstand dann ein Jahr später bereits. Und der Tag der Regionen entstand aus einer Kochveranstaltung, die wir bereits gemacht haben. Und der Rainer Wölfel hat gesagt, mein Gott, mach doch nicht dieses Schickimicki-Kochkurs, sondern mach doch mal was Gescheites, mach doch mal was mit, ja, heute wird man sagen, Heimat auf dem Teller, mach doch mal was mit Produkten aus der Region. Und dachte dabei nicht zuletzt auch an das Schwein. Dass er bereits, also nicht dieses Schwein, sondern diese Direktvermarkter, mit denen er bereits gearbeitet hat, das Naturschutzzentrum Wengler in Kalk, ist eigentlich der Ursprung vom Tag der Regionen, das ist dieser Rainer Wölfel. Und genau da, wo Sie jetzt sitzen, war 1998 dann der erste Tag der Regionen. Das war noch der Vorläufer der Tag der Regionen. Es gibt zwei Varianten. War der erste Tag der Regionen 1999 oder war er 1998? Wir sagen natürlich 1998, weil da war er hier. Aber wir haben uns dann ein Jahr darauf geeinigt, unsere Veranstaltung, die damals regional genießen hieß, in den Tag der Regionen mit reinzunehmen. Denn die Veranstalter vom Tag der Regionen war bei uns zu Gast und haben im Prinzip unsere Veranstaltung als Basis dafür genommen, so wie jetzt der Tag der Regionen eben deutschlandweit stattfindet. Immer am Ende dann. Ja, in der Zwischenzeit haben wir hier noch ein bisschen mehr gearbeitet. Chitter Slow, beziehungsweise damals hieß es noch Slow City. Beides ist ein bisschen Englisch, Italienisch, nicht so wahnsinnig glücklich, aber es ist nun mal so. Slow City haben sich vier italienische Bürgermeister getroffen und wollten diese Idee weiterbringen. Die waren Slow Food Mitglieder und wollten daran arbeiten. Und das, was mir und eben auch der Brigitta, die ja auch im Agenda-Prozess an vielen Stellen beteiligt ist, sehr wichtig ist. Es ist nicht einfach eine Idee, wo man sagt, wir nehmen jetzt mal Slow Food und machen das ein bisschen besser oder ein bisschen größer auf die Stadt, sondern das war ja ziemlich genau vor 20 Jahren, also gestern und vorgestern war wieder die Konferenz in Rio, genau vor 20 Jahren ist diese Agenda 21 entstanden, die im Prinzip sämtliche Kriterien der Nachhaltigkeit bereits enthalten hat. Und
Daraus hat sich die lokale Agenda 21 entwickelt, die eben für die Kommunen, also für die Gemeinden, für die Städte so wichtig ist. Und diese lokale Agenda 21 ist eigentlich die Basis, das heißt der intellektuelle Überbau für Digital Slow. Das ist sehr wichtig, weil sonst landet das so ein bisschen in der Beliebigkeit. Wir haben ja in der Zwischenzeit auch Bio-Städte und alles Mögliche. Und wie die Brigitte schon gesagt hat, Digital Slow ist etwas, was wirklich mit einer Zertifizierung zusammenhängt. Man muss verschiedene Kriterien erfüllen. Es ist also wirklich nicht das, wo die Stadt sich jetzt einfach mal entschließt und sagt, das mache ich. Das ist mir wahnsinnig wichtig. 1999 war dann das Slow Food, das Cornio, das gerade gegründet war, das erste Mal bei uns hier. Das sah dann so aus, wir hatten sogar eine Kapelle und wir dachten, dass es toll ist, wenn man das draußen macht. Wir haben dann daraus gelernt, dass es besser ist, wenn man drin sitzt, weil jetzt bereits wird es bei uns draußen ziemlich kühl und ist dann ziemlich unangenehm und dann löst sich der Abend sehr schnell auf. Und das hat uns sehr leid getan, deswegen sitzen Sie heute drin. Vom Dach, es hatte den Vorteil, man konnte vom Dach runter fotografieren und das sah alles ganz lustig aus. Es hat übrigens dreimal auch der Hansi die Versorgung gemacht, auch Fiasco Classico, da war er noch selber da und stand nicht auf der Autobahn. Ich habe erfahren, er steht immer noch im Stau, also von daher war es wirklich kein böser Wille von ihm. Fiasco Classico kennen Sie alle, an der Tafelhalle ist das der italienische Weinladen. Wir suchen es einfach, nehmen es einen Wein mit. So, original regional hat sich parallel entwickelt in Nürnberg. Es ist auch eine Regionalbewegung. Wir sagen natürlich nicht so toll wie Heimat auf dem Teller, weil es nicht von unten nach oben entstanden ist, sondern von oben nach unten. Original regional wurde verordnet. Der Dr. Jörg Hahn hat eine Talkshow gemacht. Die hieß Steile Köpfe, das war auch eine Plakataktion, Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, weil überall in Nürnberg hatten irgendwelche Köpfe drauf. In dieser Talkshow war ich und da hat mich der Jörg Hahn angejammert, dass er keine Frauen findet. Dann habe ich eben gesagt, diese Manuela Silius, die ich Ihnen vorhin schon vorgestellt habe, die zwischen den Stühlen sitzt, die kann auf jeden Fall buchen, die macht das alles mit und die kann das auch ganz toll. Und das hat er dann auch getan und dann kam es zur 100. Sendung und zu dieser 100. Sendung hat er alle Teilnehmer eingeladen. Und da standen Manuela und ich an einem Stehtisch und Jörg Hahn hat gefragt, Mensch, die Digital Slow Italien sucht händeringend nach der ersten Stadt außerhalb Italiens, also wir sind nicht mehr erste Stadt in Deutschland, sondern wir sind die erste Digital Slow außerhalb Italiens, muss man nochmal dazu betonen, und sie finden niemand. Und Manuela und ich haben eigentlich gleichzeitig gesagt, das ist erst Druck, weil wir diese Basis von dem Wengleinpark, von dem Rainer Wölfel und dieser Regionalarbeit im Prinzip schon hatten, weil wir hier bereits, auch wir natürlich mit dem Holz, im Holz aus der Region, an diesem Regionalbewusstsein gearbeitet haben. Und ja, diese Idee wurde dann logischerweise besprochen mit dem Wolfgang Plattmeier, dem Bürgermeister, und dem Johannes Michel, den Sie ganz links neben dem Rainer sehen, der damals der Regionalmanager war. Und wir haben uns, ja, oder die Weitsichtigkeit von Wolfgang Plattmeier war zu sagen, wir sagen jetzt mal gar nichts, wir bewerben uns. Und wenn wir durchfahren, was sehr wahrscheinlich ist, dann haben wir wenigstens niemand was gesagt. Und wenn wir es fliegen, dann kriegen wir das den Rest schon auch noch irgendwie gebacken. So war es dann auch. Wir haben dann für diese Veranstaltung, das war dann im Jahr 2001, die Köche, logischerweise die gleichen, die wir sonst auch immer diesen Zusammenhang haben, zusammengestellt, haben unsere Küche, die drüben im regionalen Musterhaus steht, in das Zelt am Plärrer gestellt und haben da Kochshows gemacht, wo dann auch die Italiener, die bereits angereist waren, kamen und uns am 18. Mai 2001 dann die Auszeichnung verliehen, also uns natürlich der Stadt Hersbruck. Das waren die Gäste, die wirklich auch absolut sympathisch und witzig und originell waren. Und durch die, nachdem Manuela eine Deutsch-Italienerin ist, konnte sie simultan übersetzen. Das heißt, wir hatten also diesen ganzen Abend eigentlich, hat sie das parallel gemanagt. Das war sicher eine der Glücksfälle für die Entstehung der Digital Slow. Einfach, ich wollte zeigen, dass es damals schon Farbbilder gab. Also das Die ganze Truppe im Ganzen. Nein, wir waren nicht jünger damals, sondern einige Dinge, die sich positiv entwickelt haben, waren zum Beispiel das Gewicht. 2003. Manuela ist nach Italien gegangen und Slow Food hat ein bisschen vor sich hingedümpelt. Im Jahr 2003 hat Rudi Müller, der auf einmal aufgetaucht ist, gesagt, er macht das, er findet das klasse, das ist der Herr ganz rechts. Und ja, das tatsächlich organisiert, es ging wieder los. Wir hatten wieder eine Neugründung, das war nur die zweite richtige Neugründung. Und es ging weiter
mit dem Rudi Müller. Und natürlich gab es dann wieder drauf ein Sommerfest hier in Untergrumbach. Und es war immer noch der Hansi, der gecatert hat. Man konnte wieder vom Dach fotografieren. Und Rudi Müller wurde sehr krank, ist dann kurze Zeit später auch gestorben, hat im Prinzip hier an den Gerhard Drehme übergeben. Der Gerhard Drehme ist dann aufgetaucht und hat dann gesagt, er macht das. Und der Gerhard hat also in dieser Zeit sehr viele Mitglieder fürs Lofoot gewonnen. Und dann kam das, was für den Wolfgang Plattmeier. Wolfgang Plattmeier ist SPD, die CSU war immer ein wenig skeptisch und kritisch. Kann man so bestätigen, Brigitta, oder? Aber damit hat er natürlich den Kuh schlecht hingelandet. Alle haben gesagt, wen interessiert überhaupt schon das Lohn, was soll das? Und dann kaum war im bayerischen Ministerium klar, dass Hasbuk Chitas Low ist, weil er gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Und dann waren Stoiber, Sinner und noch ein Minister, noch so ein Politiker da. Und ja, Stoiber war 10 Minuten vom Flughafen in Hasbuk. Nein. Und deswegen haben wir jetzt eben solche tollen historischen Bilder, auf die wir uns berufen können und sagen, das ist eines der Rätselbilder, wenn es irgendjemand vielleicht geschichtlich noch erklären kann. Wir haben nie mehr herausgefunden, warum unser Landrat Helmut Reich die Handtasche von Baden-Wieland hält. Also wir wissen es irgendwie bis heute nicht, aber irgendwie entstand das Bild und er hat hier die Handtasche. Vielleicht hat er musste auch nicht zahlen, deswegen ging es also auch nicht um Geld oder so. Das hätte ja sein können, weil das war dann die erlesene Gruppe im Café Bauer. Vielleicht ganz kurz noch als Anmerkung, es gibt zwei Gelegenheiten in der 24. Amtszeit von Wolfgang Plattmeier, wo die Amtskette umhatte. Das eine war bei der Amtseinführung, das zweite war bei diesem Besuch von Herrn Scholz. Also soll nur heißen, welche Bedeutung das damals tatsächlich politisch hatte, wie auch, wenn Sie sich vorstellen, drei Minister, also zwei Minister und Stoiber und was da von Polizeigedöns und so weiter und die ganze Stadt. Also es war ein Wahnsinn. Also auf jeden Fall hat er sehr viele gute Freunde gehabt. In der Zwischenzeit hat sich die Chitas Low hauptsächlich dadurch hervorgetan, dass genau jene Koreaner, von denen die Brigitta vorhin sprach, hier auftauchten, aber natürlich nicht nur Koreaner, Japaner und alles mögliche, Journalisten. Und wir haben irgendwie versucht, ihnen klarzumachen, was eine Chitas Low ist. Wir haben aber sonst nichts anderes getan. Das war das Problem da dran. Das heißt, wir haben tolle Presseartikel gehabt, alle waren begeistert, nur die hiesige Bevölkerung hat das nicht so sehr mit. Ja, ist klar, wir waren halt da. Also den Koreanern hat es auch gut gefallen, wie man hier sieht. Fanden das toll, die haben auch viele Kameras dabei. Wir hatten aber auch tolle Journalisten. Also das ist der Christian Schule, der einen Artikel für die Zeit geschrieben hat. Den haben wir dann auch gleich gebeten, noch eine Lesung zu halten. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Journalist uns bös gesonnen gewesen wäre, also Herr Struck, und ein bisschen noch die Stadtläufe, die Leute fragen, was sie von Chitas Low halten, der könnte uns so zur Sau machen, wenn er das wollte, dass wir natürlich versucht haben, die Journalisten vom Bahnhof abzuholen, die Journalisten abzufüllen, die Journalisten gute Laune zu verbreiten und denen alles zu machen. Und ich habe unter anderem den Christian Schüle sofort gesagt, wenn du jetzt dein Buch rausbringst, dann machen wir sofort eine Lesung. Dann habe ich das Buch gelesen, dann ist es ein super tolles Buch, also die Deutschlandvermessung, das ist wirklich absolut der Hammer. Nur, es ist so hochintellektuell, dass wir uns ein bisschen Sorgen gemacht haben, wie das dann hier ankommt. Und deswegen haben wir den Roland Zimmermann gebeten, uns zu helfen. Und der hat dann das Ganze vom Bayerischen Rundfunk, mit dem haben wir immer gekocht bei allen möglichen Veranstaltungen. Der hat das Ganze dann tatsächlich so moderiert, dass es eine ganz tolle Veranstaltung war in dieser Richtung. Er hat uns dabei, also in diesem Zeitungsartikel ist auch klar, wir müssen mehr miteinander reden, wir müssen mehr diese Inhalte präsentieren, wir müssen darüber diskutieren, wie Deutschland weitergehen soll. Und das war sicher auch einer der Anhaltspunkte, warum wir im Jahr 2005 das Nachhaltigkeitsblock eröffnet haben. Das hat aufgebaut natürlich auf unsere Kommunikation über den Kalender und also unser Jahrbuch, das hier auch irgendwo rumliegt. Und sollte einfach aktueller sein und sollte eben genau diese Dinge, die wir da mit Slow Food, mit Chitas Low und diesen Dingen machen, einfach auch kommunizieren können. Und so ist eben diese Kommunikation entstanden. Gleichzeitig haben wir auch ein paar Möbel gebaut. Das täuscht immer ein bisschen der Eindruck hier in der Werkstatt. Das ist immer ganz toll, aber wo macht ihr eigentlich Möbel? Das ist ein ganz nettes Beispiel, weil das ist das kleine Büro von einem Peter Ottmann, der damals der Pressesprecher der Nürnberg-Messe war. Die Nürnberg-Messe ist bekannt für ihre hübschen Mädels. Da läuft da gerade eine zur Tür raus.
Und er hatte so ein kleines, süßes Büro, das wir natürlich dementsprechend gut ausgestattet haben. Das einzige Büro in der Nürnberg-Messe aus dem Holz der Region, beziehungsweise aus dem Holz der Herzburger Alb. Bei unserer Buche kann man das ziemlich genau sagen, weil die Buche ist wohl nicht das, was am nächsten von hier wächst. Und das jetzt vielleicht als kleiner Tipp am Rande, das nächste Büro, das wir für ihn gebaut haben, also wir haben nämlich sein Büro mitgenommen, haben das vergrößert, er ist ja schon seit Chef der Nürnberg-Messe. Also das nur als kleiner Hinweis, wenn Sie sich ein Büro von uns anschaffen, kann das durchaus auch auf die Karriere einen wesentlichen Einfluss haben. Aber nicht nur, also soll heißen, in unseren Küchen ist man auch nicht lange allein. Zum Beispiel in diesem Zusammenhang, das ist die grüne Küche, wo sogar die Schürze passend ist. 10 Jahre zu das Low waren das dann im letzten Jahr 2011, das heißt am 13. Mai hat sich dieses 10-mal gejährt und der Robert Ilk, unser neuer Bürgermeister, hat dann irgendwann wirklich die Absicht geäußert und sagen, Chitters Low ist was Tolles, wir müssen das pflegen, wir dürfen das nicht so ja, vor sich hin dümpeln lassen. Chitters Low wurde mehr als Label verwendet. Wir sind in Chitters Low, wir finden das toll und wir nehmen jetzt eine Veranstaltung, da klebt man eine Schnecke drauf und dann ist das ganz klasse. Wir haben versucht, das weiterzubringen. Der Robert hat für alle seine Untertanen gekocht. Es waren leider nicht viele da, aber er hat es gemacht. Und wir haben genau bei dieser Veranstaltung viel darüber erzählt. Es gab dann das Bürgerfest. Das Bürgerfest ist in Hasbrook eine große Veranstaltung von der Feuerwehr. Auch da haben wir in 9 Interviews sämtliche Protagonisten von Chitters Low versucht, ja, zu Äußerungen zu bringen, die wir auch aufgezeichnet haben. Also wir können jetzt auch belegen, was sie gesagt haben und irgendwann in Jahren mal wieder vor die Füße knallen. Es gab eine Bürgerreise, auch eine tolle Veranstaltung, die durch ganz Italien ging. Und 2011 ist es uns auch gelungen, eine neue Leitung für das Convivium Nürnberg zu finden. Und weil der Klaus Wesel hier immer so leger auftritt, er hat nämlich was mit der DATEV zu tun und ist da Chef vom Marketing, deswegen zeigt man hier auch mal offiziell. So schaut er normalerweise aus. Ne? Also das ist nicht so ein verhauter Typ, sondern der ist schon ganz okay. So treten sie normalerweise. Und das soll einfach so ein Symbol sein. Ich finde diese Stimmung auf diesem Bild eben so, es gibt wirklich viele Vorurteile, was Low Food ist. Also diese schicke Mickey, Fressi-Jungs da, nein, es ist tatsächlich das Convivium Nürnberg, ist wirklich ein ganz angenehmer, lockerer Haufen, der sich jetzt gerade eben auch seit dem Jahr 2011, seitdem Klaus und Peter das übernommen haben, auch über Web 2.0, über ein eigenes Blog und über Facebook und diese ganzen Dinge einfach so locker gegenseitig unterhält, sich gegenseitig helfen kann. Wir haben ausgemacht, wenn Klaus diese Präsidentschaft, diese Leitung des Conviviums übernimmt, dann können sich auch die Leute einfach einbringen und das ist heute unser Teil des Sommerfestes eben 1999, im Jahr 2003 und jetzt im Jahr 2012 ist. Wir haben auch, als das gerade im Entstehen war, dann eben hat Slow Food sehr stark an diesem Buch mitgearbeitet vom Oliver van Essenberg. Wir haben auch versucht, unseren Teil dazu beizutragen, das liegt noch da hinten. Also das war auch so ein Symbol eigentlich für den Neuanfang, dass man jetzt offener wird, dass man jetzt wirklich auf die Leute zugeht und versucht, Slow Food in die richtige Richtung zu bringen. Gleichzeitig auch hat sich in Hasbrook eben ergeben, dass Gott sei Dank die Brigitta hier in die Bresche springt. Sie macht das nicht so ein bisschen nebenbei, sie ist auch beruflich Moderatorin, das heißt, sie kann einfach solche Prozesse, solche Workshops begleiten, war in wahnsinnig vielen Agenda-Prozessen drin und das ist eigentlich im Wesentlichen nichts wesentlich anderes. Es ist der Versuch, alle Hasbrucker so viel wie möglich irgendwie hier mit einzubinden und wir arbeiten eben im Moment an Ideen. Wir sind ungefähr so immer 15 Leute, das sollte nur ein Beispiel dafür sein. Natürlich geht es auch in Untergrumbach weiter damit, dass wir uns mit irgendwelchen Studentinnen da fruchtbar quälen müssen und unterhalten. Das ist übrigens Viola Schulze-Diekhoff, die morgen mit referieren wird. Morgen Abend gibt es einen ganz spannenden Abend mit dem Professor Andreas Emminger, der über Stadtentwicklung, über Architektur und vor allem über Lebensqualität sprechen wird. Also das wird wirklich sehr spannend, der hat mir vorhin erzählt, was er tun wird. Wir haben auch einen kleinen Workshop dann hier in Untergrumbach gehabt und genau dieser Herr, der in der berühmten Kirchgasse Nummer 11 wohnt, hat dann diese Sachen zusammengefasst. Natürlich geht es jetzt dann auch in der Zeitung weiter und das soll jetzt mal einfach zeigen, wie aktuell wir sind. Dieses Foto ist vom Dienstag. Und schon wieder sitzt eine junge Studentin da, die eine Diplomarbeit über die Chitter Slow schreibt. Also ich habe jetzt nicht beschreiben müssen, welche die junge war, oder?
Seid nicht zu albern. Chitter Slow und Slow Food, natürlich auch hier sind der Nachhaltigkeit verpflichtet. Und beide Vereinigungen sind auf die Mitarbeit von Mitgliedern bzw. in Chitter Slow natürlich von Mitbewohnern angewiesen. Insofern stellt sich schon die Frage, wäre es nicht sinnvoll, auf verschiedenen Ebenen mehr zusammenzuarbeiten? Das heißt nicht Verwaltungsebene, was ich auch immer falsch lese, das heißt Veranstaltungsebene. Also wenn wir schon Veranstaltungen machen, können wir uns erstens gegenseitig einladen und vielleicht auch einige Veranstaltungen mal zusammen machen. Ganz konkreter Anlass wäre auch das Chitter Slow Wiki, was wir etwas verzweifelt mal so aufgestellt haben. Ein Wiki ist eine Wissensdatenbank, die ja noch ein bisschen vor sich hin dümmelt. Wir warten noch genau auf den Menschen, der sie so richtig ausstatten kann. Aber auch da stellt sich die Frage, wäre es nicht sinnvoll, sämtliche Dokumente, die ja zum Teil dann sehr ähnlich sind, das heißt, wo kommt die Geschichte der Chitter Slow, hängt natürlich an Slow Food wahnsinnig dran, wäre es nicht sinnvoll, da mal was gemeinsam zu entwickeln und in dem Wiki was drin zu haben, wo man wirklich nicht jedem Journalisten von ganz von Anfang an alles erklären muss und sagen kann, wenn du die und die Artikel da gelesen hast und das verstanden hast, dann können wir uns darüber unterhalten, weil es ist zum Teil einfach auch sehr zeitaufwendig. Wir würden uns freuen, wenn der heutige Abend dazu helfen könnte. Wir würden dafür sogar einen Kopfstand machen. Und ja, wir haben morgen noch, also heute haben Sie noch die Möglichkeit, die Schneidbretter zu bestellen, die der Gunther dann auf diese Maschine machen wird. Und wie gesagt, am morgigen Abend mit Andreas Emminger und dieser Viola Schulze-Diekhoff habe ich schon angekündigt. Wir haben am Sonntag um 17 Uhr das Abschlusskonzert, diesmal mit dem Orchestergemeinschaft Hersbruck. Und wir haben natürlich morgen und übermorgen den ganzen Tag Tag offene Tür. Das heißt, hier in dieser Werkstatt wird dann auch gearbeitet. Der Gunther zeigt an der CNC, was man schreinerisch macht. Und oben in der Ausstellung zeigen wir, was wir einrichtungstechnisch alles tun können. Und deswegen bedanken wir uns bei Ihnen fürs Kommen und Zuhören und dann müsste es jetzt ungefähr hinausgehen, dass jetzt dann gleich der Nachtisch geht. Als ich angefangen zu reden habe, stand es noch 0-0. Danke.